heute ein neues angespielt, nämlich Liquidation. Dankeschön für euer Einschalten bei mir, eurem Cigaro. Ich hoffe, euch geht's gut. Liquidation, ein neues RTS, welches im grafischen Stil von Warcraft und in der, ich würde sagen, im Feeling auch ein bisschen von Warhammer 40k zieht. Das ist recht interessant. Vor allem, weil Warcraft, wie wir wissen, auch von Warhammer die Ideen damals übernommen hat. Also ist er, schließt sich hier der Kreis bei diesem RTS ein kleines bisschen. Was zu sagen? Wir, so wie ich es verstanden habe, haben wir hier Einheiten, die in einem Kreuzzug sind. Und wenn wir uns hier angucken, ist das recht cool. Haben diesen leichten Steampunk-Flair so ein bisschen. Haben Blaster hier dabei. Dann auch hier jemand im Anzug mit anscheinend Metallverarbeitung. Erinnert so ein bisschen auch an Steampunk. Und zu seiner Rechten eine Twilight Queen mit fettem Schwert. Normale Steuerung, wie man es kennt. Mit einem, Achtung, Deckungssystem beim RTS-Genre. Und das hat man sehr selten, wie ich finde. Ein Akolyt-Gegner. Die genaue Story kann ich euch hier noch nicht komplett erklären. Na, dann schauen wir einfach mal, dass wir ohne Verluste hier auch durch diese ganze Gruppe ziehen. Die haben auch so zwei Health Bars. Einmal ist es ein Schild, so wie ich das verstehe, und einmal ist es die normale Kraft. Und jetzt muss ich mal unseren Helden hier ein bisschen zurückziehen, weil sie darf nicht draufgehen. Oha. Oh, hier haben wir Nahkämpfer. Okay. Die Effekte müssen noch ein bisschen knackiger werden, wie ich finde. Da sind sie nämlich noch nicht. Geschafft. Ah. Servants. Die können heilen. Das ziehen wir auch mal kurz durch, dass die so ein bisschen heilen, weil wir hier ein bisschen an Truppen sind doch ein bisschen geschwächt gerade. Und ich glaube, dass es nicht so prickelnd wird, hier in diese grüne Suppe zu gehen. Ja, wie gesagt, wir können über Doppelklick die gleich, also hier zwei rausziehen. Oder auch die, das sind unterschiedliche Truppeneinheiten. Das sind Riflemen, ganz normal. Royal Guards. Ich sehe jetzt nicht so ganz ihren Schaden. Warum ich diese Sache noch nicht auswählen kann, weiß ich auch nicht. Aber die haben Damage 30 plus 15 und die hier unten haben 25 plus 20, also 45. Was habe ich hier gesagt? Auch. Gleicher Schaden, gleiche Waffe anscheinend.
Dann haben wir hier die sogenannten Crusader und die haben einen Schaden von 19 und 28. Also eher 28. There is no room for hesitation. Also die haben hier schon den meisten Schaden tatsächlich. What is your will? I'm glad you see my strategic value. A trivial task. So, aber ich will natürlich jetzt auch nicht hier komplett die ganze Zeit meine Spielzeit nur mit Heilen verbringen, sondern wir gehen jetzt hier mal rein. Jetzt. Oh, wir haben einen verloren. Das ist anscheinend ein Gebäude. Da, der feuert. So wie es aussieht, können die auch nur in dieser grünen Suppe bauen. Ja, finde ich bis jetzt aber gut. Steuerung gefällt mir. Musik ist ein bisschen laut, die kann ich aber leider nicht runterstellen. Aber Musik gefällt mir auch. Was sind denn das eigentlich? Vault. Aha. Ich denke, das ist ein Platzhalter in der Bezeichnung. So, wir müssen aber noch mal kurz ein bisschen heilen, sonst schaffen wir es nicht. Oh, I've been just reading the most fascinating tome, as I predicted. Arohagesumida. So, wir heilen jetzt noch mal kurz ein bisschen, warten jetzt kurz, bis das hier mal abgelaufen ist und heilen dann noch mal. Den hier unten und sie noch mal. Rifleman, standing by. I'm glad you see my strategic value. Also Q funktioniert nicht. Doch, wir haben nicht genug Power, sehe ich gerade. Ah, der wird aber noch nicht angezeigt, wie viel wir bräuchten. Ich schätze 50, oder? Nee, tatsächlich nicht. I am a servant of the okay. Oh, das sieht cool aus. Comic Flair gefällt mir. Das kann auch richtig interessant werden, storytechnisch, weil das Einheitendesign mir gefällt. Mal gespannt, ob da auch genug Tiefe kommt. It would appear they've mounted quite the defense. We must find a way around, Lady Aelwing. To proceed against our current opposition would be suicide at best. Ist sie jetzt gerade... Ja, tatsächlich. Genial, okay. In der Cutscene ist sie vorgelaufen. Also nie alle Einheiten in die gleiche Cutscene im Moment schicken, das stoppt nicht. Okay, dann müssen wir das nochmal machen und ich springe mit euch zu diesem Punkt. Quite the defense. We must find a way around, Lady Aelwing.
To proceed against our current opposition would be suicide at best. Er kriegt den Mund aus nicht auseinander. So, wir sind hier wieder. Ja, komm, ich habe nur den benutzt dafür. Wir laufen jetzt linksseitig weiter. Und wollen sie uns einfach mal zeigen, dass man auch da sowas nutzen kann, denke ich mal. Jetzt machen wir deren Verteidigung hier oben fertig. Ah, sieht gut aus. So, jetzt kurze Pause. Ab 60 halt, man, habe ich rausgekriegt. Die kommen uns natürlich hinterher, die haben das mitgekriegt von unten. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht rauf. Ja, genau, pull die doch mal da hinten. Also das typische ATS-Problem ist immer noch da, wenn man nicht einstellt, dass sie es nicht tun sollen. Hat man immer mehr zu tun, als man will. Ja, schauen wir mal, was hier unten uns jetzt entgegen sprintet. Da scheint was Kaputtes zu sein hier. So, einmal sammeln. As I predicted. Yes, I'm Sunita. Our time has come. On my way. Das Rote da ist im Übrigen das Zentrum der Kamera. Das irritiert mich die ganze Zeit. Ich denke, das sind immer Feinde. So, was haben wir hier? Ah. We've been cornered here, Lord De La Carol. The enemy will break through our defense any time now. If you buy me some time, I might be able to reach command and order reinforcements. It shall be done. At your command. Have I piqued your curiosity? Our time has come. So, dann schauen wir mal, wie lange wir müssen. 2 Minuten 50 verteidigen. Gucken wir mal, woher die Gegner strömen. Das war ein Tank. Schaut mal, das ist ein Panzer, ein Dicker. Es hat wirklich ganz schön viel von Warcraft hier. Und auch Warhammer. Ach, der hier hinten macht das hier, ja? Der bastelt hier rum. Kann auch gut sein, dass sie von hier jetzt auch nochmal kommen. Sie kam jetzt nicht synchron, das finde ich gut. So kann ich meine Truppen gemeinsam bewegen. Geschafft. 1:10. Aroha, Gesmida.
Warum der so einen japanischen Satz bringt, mittendrin, weiß ich auch nicht. Clever move. This battle is your last. I'll show you our cut. Nail before me. At last. I'll show you our cut. No obstacle will stand. 30 Sekunden. Ob ich es jetzt machen würde, ist eigentlich recht zuverlässig. Ist jetzt auch nicht gerade so schwer, das zu verteidigen. Ich glaube, schwer wird vielleicht nochmal was ganz anderes. Das ist auch rot hier, ne? 15 Sekunden. 13. 10. 9. 8. Happy New Year gleich. 5, 4, 3, 2, 1. Und gib ihm. Target locked. Commencing orbital bombardment. Oh. 3, 2, 1, firing. Do not mistake compassion for wisdom. Ach nein, ja, Warcraft lässt ja wirklich grüßen hier, diese Kapseln. No obstacle will stand. Annihilate that target. Do not mistake compassion for wisdom. Do not mistake compassion for wisdom. Do not mistake compassion for wisdom. Reporting in. Understood. Time to end this. This battle is your last. I'll show you our fight. By your command. I've no time to idle. Okay. Das war wirklich gerade Warcraft 40k Space Marine Landing. Nach der orbitalen Bombardierung. Es ist genauso. Natürlich schöne Einflüsse. Mal gucken, ob das nicht zu stark wird mit den Einflüssen. Oh, die sind hinter den Steinen. Sieht aus, als wäre das ihr Nexus hier. Wie heißt das Ding? Nexus. Okay, es heißt tatsächlich so. Ein bisschen StarCraft ist auch dabei von den... Was ist er denn? Galgor Iron Fist. Ich glaube, wir haben es gepackt, oder? Überlebt haben sie? A masterful portrayal of your might, if I may say so, Lady Aelwing. Mission complete. Das war die Demo, meine Freunde. So funktioniert dieses Spiel. Wenn jetzt noch Basenbau dazukommt, eine schöne Story mit guten Cutscenes vielleicht sogar. Also ich rechne jetzt nicht mit Render-Videos, so viel Power steckt nicht in Indie-Firmen, aber vielleicht ja schöne Comic-Videos. Dann könnte uns hier ein schönes RTS-Erlebnis winken und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn ich genug Infos kriege. Und sonst werdet ihr irgendwann auch über die Links unten mehr erfahren. Ebenfalls verlinke ich euch unten die Kickstarter-Kampagne, denn da wird es bald anlaufen. Bis bald, macht's gut und tschüss.